Gesichtskarte. Vedere. Diplommaschine. Burghia, mașină de perforat. Die Briefmarke. Timbrul. Der Februar. Februarie. Der Hammer. Ciocanul. Die Kasse. Casa. Das Kaufhaus. Magazinul. Die Post. Poșta. Die Postkarte. Cartea poștală. Die Schraube. Șurubul. Să folosim cuvintele noi în propoziții. Wo ist mein Hammer? Unde este ciocanul meu? Dort ist eine Post. Acolo este o poștă. Er hat im Februar Urlaub. El are concediul în februarie. Er braucht eine Bohrmaschine. El are nevoie de o mașină de perforat. Sie kauft eine Postkarte. Ea cumpără o carte poștală. Die Kasse ist dort links. Casa este acolo la stânga. Wir haben kein Kaufhaus. Noi n-avem magazin. Ich brauche eine Ansichtskarte. Am nevoie de o vedere. Bitte eine Briefmarke zu 20 Pfennig. Vă rog un timbru de 20 de pfennigi. Er kauft 10 Schrauben. El cumpără 10 șuruburi. În continuare, completați propozițiile următoare cu cuvintele corespunzătoare. Vă rog un timbru de 10 pfennigi. Bitte zu 10 Pfennig. Bitte eine Briefmarke zu 10 Pfennig. Aveți o vedere cu Bucureștiul? Haben Sie aus Bucharest? Haben Sie eine Ansichtskarte aus Bucharest? În strada școlii este un magazin. Ist in der Schulstraße. Ein Kaufhaus ist in der Schulstraße. Mergeți la casă. Gehen Sie zur Kasse. Două cărți poștale, vă rog. Bitte zwei Postkarten. Cât costă această mașină de perforat? Wie viel kostet diese Bohrmaschine? Klaus, unde este ciocanul? Klaus, wo ist der Hammer? Avem concediul în februarie. Im Februar haben wir Urlaub. Unde este aici poșta? Wo ist hier die Post? Aș dori 10 șuruburi. Ich hätte gern 10 Schrauben. Traduceți cuvintele noi din română în germană. Magazinul. Das Kaufhaus. Casa. Die Kasse. Februarie. Der Februar. Ciocanul. Der Hammer. Poșta. Die Post. Cartea poștală. Die Postkarte. Șurubul. Die Schraube. Mașina de perforat. Die Bohrmaschine. Vedere. Die Ansichtskarte. Timbrul. Die Briefmarke. Ascultați cu atenție următoarele propoziții. Ist das Ihr Sohn? Ja, das ist mein Sohn. Steht dort Ihre Tochter? Ja, dort steht meine Tochter. Sitzt hier Ihr Kind? Ja, hier sitzt mein Kind. Ist das dein Hammer? Ja, das ist mein Hammer. Sind das Ihre Eltern? Ja, das sind meine Eltern.
Braucht er dein Heft? Ja, er braucht mein Heft. Stehen dort deine Freunde? Ja, dort stehen meine Freunde. Sitzt dort deine Oma? Ja, dort sitzt meine Oma. Hast du deinen Kugelschreiber? Ja, ich habe meinen Kugelschreiber. Hast du dein Wörterbuch? Ja, ich habe mein Wörterbuch. Hilfst du deiner Freundin? Ja, ich helfe meiner Freundin. Hilfst du deiner Frau? Nein, ich helfe meiner Frau nicht. Acum, completați răspunsurile următoare cu cuvintele meine, meine, meins. Ist das Ihr Wagen? Ja, das ist. Ja, das ist meiner. Ist das dein Taxi? Ja, das ist. Ja, das ist meins. Sind das Ihre Streichhölzer? Ja, das sind. Ja, das sind meine. Ist das deine Briefmarke? Ja, das ist. Ja, das ist meine. Geht dort dein Sohn? Ja, dort geht. Ja, dort geht meiner. Geht dort deine Tochter? Ja, dort geht. Ja, dort geht meine. Ist das Ihr Kind? Ja, das ist. Ja, das ist meins. Hast du einen Hammer? Bitte, hier ist. Bitte, hier ist meiner. Hast du ein Stück Brot? Bitte, hier ist. Bitte, hier ist meins. Sind das deine Ansichtskarten? Ja, das sind. Ja, das sind meine. Să învățăm câteva cuvinte noi. Bezahlen. A plăti. 30. 30. 50. 50. 100. 100. Richtig. Korrekt. Seit. De, din. 40. 40. Vorstellen. A prezenta. Zu. La. Să folosim cuvintele noi în propoziții. Er bezahlt an der Kasse. El plătește la casă. Die Postkarte kostet 30 Pfennig. Cartea poștală costă 30 de pfennig. Kostet die Bohrmaschine 100 Mark? Mașina de perforat costă 100 de marci. Die Ansichtskarte kostet 50 Pfennig. Vederea costă 50 de pfennig. Ist das so richtig? Este corect așa? Ich lerne seit einem Jahr Deutsch. Învăț germană de un an. Er bezahlt 40 Mark. El plătește 40 de marci. Darf ich die Herren vorstellen? Poți să-i prezint pe domni? Bitte eine Briefmarke zu 50 Pfennig. Vă rog un timbru de 50 de pfennig. Acum completați propozițiile următoare cu cuvintele corespunzătoare. Soțul meu plătește imediat. Mein Mann gleich. Mein Mann bezahlt gleich. Suntem 30 de elevi. Wir sind Schüler. Wir sind 30 Schüler. Mașina de perforat nu costă 100 de marci. Die Bohrmaschine kostet nicht Mark. Die Bohrmaschine kostet nicht 100 Mark.
El are numai 50 de pfennig. Er hat nur Pfennig. Er hat nur 50 Pfennig. Este corect așa? Ist das so? Ist das so richtig? Învăț germană de un an. Ich lerne einem Jahr Deutsch. Ich lerne seit einem Jahr Deutsch. Am nevoie de 40 de șuruburi. Ich brauche Schrauben. Ich brauche 40 Schrauben. Pot să-i prezint pe domni? Darf ich die Herren vorstellen? Vă rog un timbru de 50 de pfennig. Bitte eine Briefmarke zu 50 Pfennig.